Hitparade von den Problemen wird seit Jahren eigentlich von den gleichen Themen abgeführt. Ihr seht es da hier auch in der Veränderung der Jahre. Es ist immer wieder Verkehrsfragen, sind kontrovers, immer wieder als Problem definiert. Nachher eben die ganze Sauberkeitsproblematik, Drogen, Alkohol, das ändert sich immer ein bisschen. Das ist in den anderen Städten ungefähr das die gleichen Themen immer wieder ein bisschen in unterschiedlicher Reihenfolge. Besonders schwierig für uns ist aber die Abfallmenge im öffentlichen Raum, der ansteigt. Das zeigt auch wieder die nächste Folie. Da seht ihr Zunahme auf den öffentlichen Strassen und Plätzen. Zunahme Ergänzungsreinigung an den ÖV-Haltestellen. Das Team selber ist ein Tätigkeitsprogramm für Asylsuchende. Ein Gemeinschaftsprojekt von Bernmobil und Kompetenzzentrum Integration. Bis jetzt haben die Asylsuchenden für Bernmobil Reinigungsarbeiten in den fahrenden Tram- und Buserledigungen. Die zusätzlichen mehrfachen Reinigungen tagsüber in diesen Tram und Bus haben wesentlich zum besseren Erscheinungsbild von diesen beiden Verkehrsmitteln beigetragen. Die Asylsuchenden, die wollen eine Aufgabe haben. Sie wollen etwas lernen. Sie wollen sich austauschen können und Kontakt haben. Vorteil von all dem, es beschleunigt die Integration. Massnahmen gegen die Wildplakatierung. Diese Massnahmen sind eine Erweiterung vom Einsatzgebiet zu der Citypflege und damit für uns eine hochwillkommene Erhöhung von der Einsatzplatz für das Kompetenzzentrum Arbeit. Also Frau Ritzter hat gesagt, eines der grössten Probleme ist die zunehmend fehlende Selbstverantwortung der Leute. Glaubt ihr, dass sich an dieser Einstellung irgendetwas ändern wird? Ich hoffe es. Ich glaube, man muss wirklich zu einem Thema machen. Und die Leute sollten, wenn irgendjemand etwas am Boden fällt, nicht auf die Stadt verrückt sein, sondern auf die das schlussendlich produzieren, das Malaise. Und ich glaube, in dem, dass auch die Medien das stärkere Vordergrund werden rücken und man halt im Sinne von Zivilcourage sich auch gegen solches nerviges Verhalten wehren, sollte man etwas verändern können.